Vor mehr als 200 Jahren machte er die Oberlausitzer Wälder zu seinem Revier. Jetzt ist wieder seine Zeit gekommen. Karasek, der Räuberhauptmann, geht erneut auf Streifzug. Im Visier das Trixi-Dorf Groschönau. Hier feiern die Kinder ausgelassen mit Maskottchen Trixi, tanzen das schlechte Wetter weg, denn zur guten Laune braucht es weder Sonne noch Langeweile. Und niemand ahnt, dass sie beobachtet werden aus dem Hinterhalt. Im ausgehenden 18. Jahrhundert haben in der Oberlausitz 15 Räuberbanden die Gegend unsicher gemacht. Aber ich, der Räuberhauptmann Karasek, ich bin der bekannteste und der in die Geschichte einging. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich durch meine Heimat streife und habe so manchen Schabernack noch vor. Der Räuberhauptmann Karasek plant einen Raubzug im Versteck. Zwei Räuber halten Wacht am Feuer in der Nacht. La-la-la-la-la-la-la. Das Geld, das hat der Geizhals hier. Komm, Karasek, und hol es dir. Hat mancher schon gedacht am Feuer in der Nacht. La-la-la-la-la-la. Heute ist Räuberfest im Trixi-Dorf. Junges Räubervolk soll zum neuen Bösewichten ausgebildet werden. Eine geheime Räubersprache lernen, sich verkleiden wie ein echter Räuber, gemeinsam auf Schatzsuche gehen. Ausbildungsleiter ist Räuberhauptmann Karasek, der Oberlausitzer Schurke, höchstpersönlich. Doch von dem fehlt weit und breit jede Spur. Ist ja auch kein Wunder, Karasek wird seit 1809 totgeglaubt. Dann zeige ich auch mein Gesicht. Räuberhauptmann Karasek! Ich dachte, du bist tot. Wo kommst du denn her plötzlich? 1764, geboren in Zmihof bei Prag. 1809, leider von dieser Welt geschieden. Und ich habe gehört, ihr wollt heute eine Räuberprüfung ablegen. Ja! Und scheut ihr keine Mühen und habt ihr keine Angst? Ja! Ihr habt keine Angst, nein. Wenn es ums Räubern geht, braucht es als erstes eine furchteinflößende Tarnung. Und schon steigt die Spannung im Revier. Gib mir dein Geld und dein Schmuck und deine Ketten! Schnell, gib mir dein Schmuck! Wo sind deine Ringe? Gib mir deine Ringe! Gib mir deine Ohrringe! Wo sind sie? Ach, dann nehme ich mir die Brille. Da, das ist auch. Genau. So verkleidet kann es dann an die ersten Prüfungen gehen. Wir werden jetzt erstmal um die Wette bohren. Ne? Wir setzen den Bohrer auf den Stamm. Ne? Drehen den Räuber, haben die Räuberprüfung bestanden. Ne? Ja. Sehr gut. Ja, getroffen hat er schon, ne? Der Räuberhauptmann zieht mit seinem räuberischen Gesindel weiter von Prüfung zu Prüfung. So mancher arme Bettelsmann bekam ein Goldstück dann und wann und alle haben gelacht. Für die Kinder ist der kalte, neblige Tag die beste Gelegenheit, Bekanntschaft mit der Räuberwelt zu schließen. Längst vergessen, dass heute kein Badewetter ist. Dafür gibt es spannende Abenteuer mit Spaßgarantie zu erleben. Und dann wurden hier die Hände durchgesteckt und dann wurde das eng verbunden. Und die Damen, die sich da gestritten haben, die hatten genügend Zeit nachzudenken. Wollen wir uns vertragen? So, ich steige auf das Pferd auf.
Zuck. So. Wuppai. Juhu. Okay. Hälse? Ruhig. Ruhig. Ja, ja. Ganz ruhig bleiben. Ja. Und ein Kind nach dem anderen darf aufsteigen und durchs Trixidorf-Revier reiten. Das geht auch auf einem Birkenstamm. Man muss nur ganz fest daran glauben, dass es ein stattlicher Rappe ist. Und dann geht es raus in Karaseks eigentliches Revier. Raus in die Wälder zu den wirklich wichtigen Prüfungen der Räuberschule. Und Räuberhauptmann Karasek läuft zur Höchstform auf, als er den Kindern zeigt, wie er und seine Schurken im tiefen Wald überlebt haben. Der echte Hase war doch etwas schnell, aber der Holzhase ist stehen geblieben. Das kann ja wohl keiner leugnen. Da hat irgendwas angezündet. Hab ich nämlich gesehen, das war Dynamit. Und dann steht dem kleinen Naseweisen noch die Hauptprüfung des Tages bevor. Doch dafür geht es noch ein gutes Stück tiefer in den finsteren, kalten Wald. Durchhalten lautet die Parole an die kleinen Schurken. Echte Räuber sind sie schon fast, aber eben nur fast. Eine Kleinigkeit fehlt noch zum Räuberglück. Ein echter Schatz. Seid mal so lieb und nett, Räuber. Komm, ihr wird ehrlich geteilt. Ich zeig euch, wie das geht. Lasst mich das mal machen, wie ehrlich geteilt wird. Ich tu's euch jetzt zeigen. Ich hasse das ja auch irgendwie. Es war sehr schön, dass ihr mir geholfen habt. Jetzt wird ehrlich geteilt. Meine. Mancher arme Bettelsmann. Nach der Räubertour knistert dann auch schon das wärmende Feuer im Trixidorf. Und bevor es eine deftige Räubermahlzeit und Stockbrot gibt, wird der Schatz gerecht aufgeteilt. Dafür steht Räuberhauptmann Karasek mit seinem guten Namen. Ihr seid noch keine echten Räuber? Na dann kommt doch ins Trixidorf zum nächsten Räuberfest. Kostet nicht einen einzigen Taler. Räuber-Ehrenwort.